Hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich meine Leseliste für den März für euch. Und schon wieder ein Leselisten-Video. Ich werde mal schauen, wie lange ich das durchziehen kann. Die Februar-Leseliste lief erstaunlich gut bei mir. Ich bin gerade beim letzten Buch angelangt. Das heißt, es funktioniert so, wie ich mir das dachte. Zumindest hat es jetzt diesen einen Monat funktioniert. Wir schauen mal, ob es weiterhin so klappen wird. Das heißt, ich habe mir wieder eine kleine Leseliste zusammengestellt, die recht offen ist. Aber ich freue mich sehr drauf, denn es hat mir wirklich mal kurz geholfen, als ich wieder vor meinem Regal stand und keine Ahnung hatte, was ich jetzt lesen soll. Und dann dachte ich mir, du hast noch das und das auf deiner Leseliste und ich habe dann auch wirklich dazu gegriffen. Das hat mich sehr gefreut. So, jedenfalls. Es ist wieder recht kurz geworden, also es sind wieder 5 Sachen, die ich mir draufgesetzt habe und ich würde sagen, ich fange mal mit dem obligatorischen Terry Pratchett Buch an, denn ich habe mir wieder einen Scheibenweltroman rausgesucht, beziehungsweise will mir wieder einen raussuchen und ich denke, ich werde mich zwischen den beiden entscheiden, nämlich entweder Mord, in dem der Tod einen Lehrling bei sich aufnimmt, oder The Light Fantastic, das ist glaube ich ein Rincewind Roman, einer der ersten, genau, in denen ein etwas unfähiger Zauberer die Scheibenwelt retten muss. Und ich freue mich wieder sehr drauf. Ich kann es nur noch mal betonen, ich liebe die Scheibenwelt und ich habe letzten Monat, also jetzt im Februar, da werde ich auch im Lesemonat noch mal was dazu sagen, aber letzten Monat auch einen Scheibenweltroman gelesen und ich habe ihn gleichzeitig gehört. Das war mal was ganz Neues für mich, denn das mache ich sonst nie. Also, dass ich quasi parallel lese und gleichzeitig höre. Das heißt wirklich beim Lesen das Hörbuch hören. Aber das war ganz großartig, denn es gibt eine Neuauflage der Terry Pratchett Bücher bei Penguin und die haben auch neue Hörbücher dazu gemacht und die sind großartig vertont. Ich habe letzten Monat Reaperman gelesen. Also, diesen Monat. Es ist ja noch Februar. Und ich habe gleichzeitig das Hörbuch dazu gehört. Es war wundervoll. Ich kann euch also die neuen Hörbuchvertonungen, die neuen Hörbuchfassungen, so rum, die neuen Hörbuchfassungen der Scheibenwelt nur empfehlen, aber die gibt es leider nur auf Englisch bisher. Ich weiß nicht, ob es die in Deutsch geben wird, ob es in Deutsch dann nochmal Neuauflagen zu den Büchern geben wird. Wir verlieren einfach mal die Hoffnung nicht. Dann habe ich mir ein Buch rausgesucht, das jetzt im Februar recht frisch erschienen ist und auf das ich mich schon sehr freue, denn es ist nordische Dark Academia Fantasy im Young Adult Bereich. Und zwar ist es Rosen und Violin, der Band 1 der Rosenholm Trilogie von Greg Keppel Jensen. Ich hoffe, ich spreche das halbwegs richtig aus. Und ich musste es einfach in der gedruckten Variante einziehen lassen, denn ich finde dieses Buch echt schön. Also die Aufmachung hat es mir wirklich angetan. Finde ich großartig und ich finde es ganz toll, dass der Arktis Verlag so viel nordische Autoren übersetzt. Also wirklich nordische Fantasy auch übersetzt, weil ich freue mich einfach drüber. Das liegt mir recht gut. Deswegen finde ich das richtig toll. Und hier geht es um ein Internat. Logischerweise, und um 4 junge Mädchen, die feststellen müssen, dass das Rosenholm-Internat, auf das sie frisch dort kommen, keine gewöhnliche Schule ist, sondern ein magischer und mythologischer Ort voller Geheimnisse. Und dann werden sie mit einem lange zurückliegenden Mordfall konfrontiert. Also gibt es auch noch so ein bisschen Mystery-Aspekt, also wie bei Dark Academia schon üblich. Und ich bin sehr, sehr gespannt darauf. Mal schauen, wie es mir gefallen wird. Und ich hoffe, dass das Innere mit dem Äußeren hier wirklich mithalten kann. Und dann habe ich mir ein Buch rausgesucht, das jetzt, glaube ich, auch im März oder im April auf Deutsch erscheinen wird. Und zwar ist das A River Enchanted von Rebecca Ross. Das ist auf Deutsch, glaube ich, Der verwunschene Fluss und erscheint bei Panini, wenn mich nicht alles täuscht. Dem Buch begeben wir uns auf eine magische Insel, auf der Geister leben. Und diese Geister scheinen irgendwie ein bisschen seltsame Dinge zu tun und es verschwinden viele junge Frauen. Adaira ist die Thronfolgerin irgendeines Teils der Insel dort und die weiß, dass diese Geister nur von einem Barden irgendwie unter Kontrolle zu bringen sind, also durch die Lieder eines Barden. Aber es gibt nur einen Barden in ihrer Generation, der überhaupt dessen fähig wäre, nämlich Jack. Und Jack ist sowas wie ihre
Kindheitsnemesis. Und Jack hat aber auch schon seit über 10 Jahren keinen Fuß mehr auf diese Insel gesetzt. Also der will da eigentlich gar nicht mehr sein. Durch diverse Verwicklungen treffen sich die beiden dann doch wieder und versuchen dann augenscheinlich diese Insel zu retten. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Und ich habe hier eine, ich glaube, das war eine Illumiquelt-Ausgabe. Ja, eine Illumiquelt-Ausgabe, wenn mich nicht alles täuscht. Und die ist echt, also ich finde ja die Illumiquelt-Ausgaben sowieso immer wahnsinnig schön. Und und ich zeige euch mal hier den, das Vorsatzpapier, das hoffentlich ein bisschen der Stimmung einfängt des Buches. Und wenn das so ist, dann wird es bestimmt sehr, sehr schön werden. Ich erhoffe mir sehr viel von dem Buch. Mal schauen. Ich glaube, das ist der Auftakt zu einer Dilogie, wenn mich nicht alles täuscht. Das heißt, da müsste noch ein zweiter hinterherkommen. Also auf Englisch ist der zweite, glaube ich, schon erschienen und hoffentlich dann auch irgendwann auf Deutsch. Und dann habe ich wieder noch meine etwas offeneren Sachen. Das heißt, da kann ich euch jetzt keine Bücher dazu zeigen, weil es einfach irgendein Buch sein wird, was da reinpasst in dieses Thema. Und zwar möchte ich einmal wieder eine Reihenfortsetzung lesen. Ich habe so viele angefangene Reihen hier und ich bin echt schlecht in Reihen beenden. Und ich habe letzten Monat es wirklich geschafft, eine Reihenfortsetzung zu lesen, die schon eine Weile bei mir ist. Deswegen setze ich mir das jetzt diesen Monat wieder auf die Liste. Ich werde eine Reihenfortsetzung lesen. Und ich möchte mich durch die Shortlist vom Seraph lesen, also von dem Fantastikpreis. Die ist ja jetzt auch veröffentlicht worden. Und wenn ihr mögt, könnt ihr dazu gerne nochmal mein Video sehen, wo ich dann geraten habe, was auf der Shortlist sein könnte. Ich lag ordentlich daneben, aber es sollte ja auch ein bisschen Spaß machen, von daher. Aber ich war ein bisschen erstaunt, ob dessen, dass da so bestimmt so zwei Bücher, von denen ich mir fast sicher war, dass sie da drauf kommen und dass sie da nicht drauf waren. Das hat mich schon ein bisschen getroffen. Naja, egal. Jedenfalls werde ich beim besten Buch vom Seraph mich durch die Shortlist lesen und so ein paar Seraph-Nominierte nächsten Monat gelesen werden. Darauf freue ich mich auch schon sehr. Ich bin sehr gespannt, was mir davon gefallen wird und was nicht. Aber ich habe mir das vorgenommen. Und ja, das heißt, das war meine Leseliste für den nächsten Monat schon. Was habt ihr euch denn im März so vorgenommen zu lesen? Schreibt mir das doch gerne mal unten in die Kommentare. Habt ihr vielleicht auch vor, eins von den Büchern zu lesen, die ich euch heute vorgestellt habe? Und ja, dann bleibt mir nur noch, euch einen wundervollen Tag zu wünschen. Und ich hoffe, dass wir uns bald in einem meiner nächsten Videos wiedersehen. Bis dahin. Tschüss.